Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Wir schauen hier gemeinsam auf Bérard, einen der Söhne unseres Gaston, und zwar ehrlicherweise der Sohn, der in letzter Zeit hier die meiste Arbeit für seinen Vater getan hat. Denn seit vielen Jahren ist er nicht nur Ratsmarschall und wichtigster militärischer Offizier sozusagen im Namen oder im Militär auch seines Vaters, sondern führt auch seit vielen Monaten, vielen Monden jetzt schon die Armee seines Vaters an, hat am Ende des Tages gute Erfolge da erzielen können, ist aber auch immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Und das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass er sich nicht auskennt mit dem Kriegshandwerk, sondern einfach daran, dass auch die Armee seines Vaters an manchen Stellen nicht besonders stark, nicht besonders durchschlagsstark ist. Und ja, die Armeen drumherum zum Teil größer, zum Teil aber auch besser ausgebildet sind. Und ich denke, das ist ein Thema, das er mit seinem Vater jetzt, wo er auch nochmal durch Leiden zieht, auf dem Weg nach Osten, um dort den Verbündeten in Ungarn zu unterstützen, nochmal mit seinem Vater besprechen wird, ob es dort nicht Möglichkeiten gibt, die Armee auch weiter auszubauen und zu unterstützen. Und ich denke, dass er einen wunden Punkt trifft, wenn er seinem Vater darbietet, dass die Armee, die er aktuell unterhält, einem König vielleicht nicht ganz würdig ist. Denn schauen wir doch mal drauf auf diese Armee, die aktuell natürlich auch wieder nicht bei voller Stärke ist, weil wir eben hier auch in Frankreich einige Verluste, eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten. Am Ende des Tages konnten wir aber hier doch einen weißen Frieden erringen. Das ist, glaube ich, das, was bestmöglich zu erreichen war. Aber es geht vielmehr hier um das Kriegsvolk. Wir könnten bis zu 7 Regimenter aktuell beschäftigen. Wir haben gerade mal 4 und die sind noch nicht mal bei besonders großer Stärke. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, hier nochmal ein neues Regiment zu erschaffen. Jetzt sind wir aktuell leider auch finanziell nicht optimal gebettet. Von daher müssen wir schauen, was wir uns hier noch leisten können, beziehungsweise unser Gaston. Aber vielleicht sind Pikeniere eine ganz gute Wahl, denn die kontern ja jegliche Form der Reiterei. Und sind stark noch in hügeligem Gelände. Hügeln, Bergen, Bergwüsten. Und ehrlicherweise haben wir hier doch oftmals, dort wo wir kämpfen, auch irgendwo Hügel. Und viele unserer Gegner haben mittlerweile auch Reiterei dabei. Von daher hier mal ein paar Speerträger anzuwerben, das ist sicherlich gut. Das werden wir mal tun. Die sind auch noch nicht ausgehoben. Das können wir dann nämlich eigentlich auch noch mal tun. Parallel. Und sie dürften aber eigentlich auch nicht stationiert sein. Das müsste uns auch angezeigt werden. Wir haben allerdings keine eigene Domäne mehr, wo wir sie auch stationieren könnten. Dann ist ja zuletzt von unserer Tochter Guilhermine ihr Gemahl gestorben, Graf Walram, und ihr Sohn Jakusch hat jetzt hier geerbt. Bei ihm ist sie auch am Hofe und sie ist nicht bereit, zurückzukehren, beziehungsweise sie ist jetzt ja, als Mutter, als Witwe, als 36-jährige Frau, die wie gesagt hier bei ihrem Sohn am Hofe ist, ist sie nicht mehr bereit, sich jetzt hier von ihrem Vater verheiraten zu lassen. Ich denke, das ist nachvollziehbar und ich denke, das ist auch in Ordnung und von daher ist das schon okay. Eine interessantere Partie, wir nehmen Guilhermina hier nochmal raus, ist aber noch dieser junge Mann, Herzog Ebon II. Er ist der neue Herzog hier aus der Nachbarschaft aus Savoyen. Er ist mittlerweile 9 Jahre schon alt, aber auch noch nicht verlobt. Und vielleicht kann man hier etwas auch noch machen mit Blick auf die Zukunft, um hier ja, diese beiden Herzogtümer oder beziehungsweise dieses Herzogtum auch noch besser in das Königreich zu integrieren. Und zwar schauen wir mal, ob wir hier eine Heirat arrangieren können. Und wer da am ehesten in Frage kommt, ist, ich schaue nochmal gerade nach Alter sortiert, ja, ist dann tatsächlich Lucia. Lucia ist die zweite Tochter oder beziehungsweise das zweite Kind, die erste Tochter von Berard, über den wir eben auch schon gesprochen haben. Er hat bereits einen Sohn, der ist 8 Jahre alt. Sie haben jetzt noch nicht so viele Kinder, von daher ist es ein bisschen gefährlich, denn sie würden natürlich keiner matrilinearen Heirat zustimmen. Aber
Ich denke, mit Blick auf die Zukunft. Naja, und am Ende des Tages, Berat ist nicht der Haupterbe. Da sind noch einige vor ihm. Da ist Alberic und auch Gaston sind noch vor ihm. Von daher ist es, glaube ich, doch ungefährlich. Denn die Kinder würden dann hier in das Haus Savoy Pinerolo geboren werden. Wir werden diesen Vorschlag mal abschicken. Und dann ist unser Gaston natürlich jemand, dem weiterhin sein Prestige sehr, sehr wichtig ist als arroganter Charakter. Jetzt als König habe ich das Gefühl, ihm fehlt noch etwas zur Vollendung. Er trägt zumindest hier schon eine, wie ich finde, sehr königliche Krone. Aber etwas, was seine Macht unterstreicht, etwas, was Ausdruck seiner Macht ist, das fehlt ihm vielleicht noch. Und zwar denke ich da an entsprechende Insignien. Jetzt gibt es da aktuell noch keine Möglichkeiten. Er hat da noch nichts. Und er hat auch keine Möglichkeit, jetzt dort irgendwo welche herzubekommen. Außer wir werden mal selbst welche in Auftrag geben bei einem örtlichen Kunsthandwerker. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir da jemanden finden. Wir werden das mal auswählen. Auch das kostet schon wieder 100 Gold. Und werden dann mal schauen, dass wir Insignien bei einem örtlichen Kunsthandwerker, bei dem besten Kunsthandwerker in Leiden. Oder vielleicht... Aha. Wir finden hier jemanden. Interessant, dass er das jetzt für uns macht. Nun gut, aber was ich sagen wollte, wir haben doch in Besançon vielleicht... Haben wir hier auch eine große Schmiede, eine Kronenschmiede. Und dort lassen sich doch sicherlich gute Insignien schmieden. Okay, dann schauen wir mal, wie viele jetzt hier ausgehoben werden. Ganze 7. Und hier ist das nächste Bündnis geschmiedet. So, wo marschiert ihr lang? Hier. Dann geht ihr mal nach Dole, um dort dann zu den anderen zu treffen. Oder zu den anderen zu stoßen. Und ein weiteres Kind ist geboren. Hubert der Zweite. Mögest auch du stark. Entschuldigt. Mögest du stark und weise werden und nicht wie ich krank. So, hier wird marschiert. Das ist ein weiter beschwerlicher Weg. Ob wir überhaupt noch rechtzeitig kommen, um dort einen positiven Einfluss haben zu können. Wir werden sehen. So, in Valentinois ist die Kernburg jetzt gebaut und wir können hier den nächsten Vorzug wählen. Strenge Organisation oder heimischer Herd. Ja, mehr Kontrolle in Gemeinden. Ich weiß gar nicht, ob das noch relevant ist, ob wir da noch Gemeinden haben. Vor einiger Zeit war das noch so, wo die Kontrolle nicht optimal war. Wir konnten sie aber nicht erhöhen, weil Berat die Armee organisieren musste. Von daher würde ich jetzt erstmal den heimischen Herd wählen, auch wenn wir momentan eher nicht in heimischem Territorium kämpfen. So, der Nachbarschaftskrieg ist entschieden. Wir tun euch jetzt hier zusammen, aber Berat wird natürlich weiter anführen. Und wir sehen, dass König Yu auch diesen Krieg jetzt hier gewonnen hat, um das Herzogtum von Oberlothringen. Was wiederum sehr, sehr gut ist, Prinz William, seine Gemahlin war schwanger. Sie haben wieder nur eine Tochter, Edith, zur Welt gebracht. Denn diese junge Dame ist immer noch verlobt mit Girard und sie sind patrilinear verlobt. Sie wird die aktuellen Stand, okay, interessant, sie ist im Königreich Schweden, aber sie wird, beziehungsweise ihr Vater wird König von Lothringen werden. Und wenn dort keine Brüder mehr folgen, wird sie irgendwann Königin sein. Und das. Und die Kinder wiederum, die dann erben, sind dann aus unserem Hause. Mal schauen, ob es so kommen wird. Der Weg dahin ist ehrlicherweise noch weit. Aha. Und unser Neffe hat den Kerker wieder verlassen. Ist jetzt nur noch einfacher Graf, aber hat nicht all seine Titel verloren. Und es gibt den nächsten Krieg. Aha, die slowianskanischen wehren sich. Es gab mal einen
ja, ich sag mal, Versuch des Kaisers, hier einen Religionskrieg, wobei er den ehrlicherweise geerbt hatte, den hatte noch sein Vorgänger begonnen, der aber nicht erfolgreich beendet werden konnte. Und jetzt gibt es quasi die Revanche um Magdeburg. Und er nutzt die Gunst der Stunde, wo der Kaiser schwach ist und als Verbündeten nur den Graf von Zutphen hat. Ah, aber der ist auch nur intern, das bringt ihm auch nicht viel. Nun gut, wir marschieren weiter durchs Heilige Römische Reich. Und unser Hof hat nun Prachtstufe 5. Aha, unsere Tochter hat sich auch wieder erholt, sehr gut. Ein weiterer Kenner, Fürstbischof Josselin, spricht mich an. Seid mir gegrüßt, mein König. Ich habe gehört, der Kunstschmied Cobby steht unter eurem Patronat. Man sagt, er würde sich an einem Werk versuchen, wie es sich ein König nur wünschen kann. Bitte nehmt dies und gebt es ihm. Ich will mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Schaffung eines Meisterwerks zu unterstützen. Sehr schön. Der arme Josselin muss mehr Geld haben, als dass er noch wüsste, was er damit anfangen soll. Naja, 15. Ja, aber das ist doch dennoch sehr großzügig. Da freuen wir uns und werden das natürlich in das, was dort entsteht, investieren. So, und es gibt den nächsten Krieg, König Yu. Der ist aber auch. Diesmal geht es um Nordumbrien. Das ist dann allerdings mal ein Krieg hier gegen seine schottischen Nachbarn. Ist ein englischer De Jure-Krieg. Also da hat er De Jure-Rechte. Schottland hier aber auch relativ stark. Island unabhängig, Norwegen hier im Norden. Dann Schottland auch sehr stark vertreten hier auf der irischen Insel. Wie sind denn hier die Machtverhältnisse? Ja, relativ eindeutig. Und König Patrick von Schottland kann ja auf keine Verbündeten mehr zurückgreifen. Im Gegensatz, ja, wobei sein Verbündeter kann ihm hier nicht helfen. Ach Gott, das ist nur eine Baronin. Und der andere Verbündete ist eben ein Vasall Schottlands und kann dann natürlich nicht gegen seinen Lehnsherrn kämpfen. Aber König Hugh, also das ist, ich denke, mit Abstand einer der erfolgreichsten Herrscher hier bei uns in der Zeit, die wir hier beobachtet haben. Und der Waffenstillstand gegen Kaiser Otto läuft aus. Demnächst. Und das ist eigentlich interessant. So, Ingelrade ist beeinflusst. Sie kämpft allerdings auch immer noch gegen den Kaiser. Ja, und warum sage ich, dass das interessant ist? Denn, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gaston hier arrogant ist. Und was wäre es, was ist prestigeträchtiger, als einen Krieg gegen Kaiser zu führen, gegen ein Kaiserreich und den womöglich zu gewinnen? Und wir haben ja, wir hätten ja Gründe, hier, wo haben wir ihn denn? Herzog Ulrich von Transjordanien, der aktuell noch immer ein Vasall auch des Kaisers ist. Eine Marionette des Kaisers wahrscheinlich. Wir hätten die Möglichkeit, in einem De Jure-Krieg gegen den Kaiser um Transjordanien zu kämpfen. Dafür müssen aber erst unsere anderen Kriege, denke ich, beendet sein. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Apropos entwickelt, wie sieht es denn hier aus mit der Anspannungsstufe? So richtig weniger wird das nicht. So, hier scheint es wieder Wettläufe zu geben. Das Ganze ist besetzt hier von unserem Verbündeten. Ja, dann sind wir hier auf dem Weg und werden unsere Belagerung hier fortführen. Wie lange werden wir hier brauchen? 6 Monate. Schon relativ lang.
Der Winter findet schon ein Ende. Die unentschlossene Person. Ich laufe einem sehr grimmig dreinblickenden Cobby in die Arme, meinem Kunstschmied, und hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der Arbeiten hat, die bald fertig sein sollten. Oder seid ihr ja, mein König, es gibt da ein Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde. Lacht er nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration. Mächtiger König, hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Wahre Inspiration kommt von innen. Sie verliert Fortschritt und er verliert Meinung. Ich weiß, was ihr braucht. Ich meine, warum, wenn wir sagen, ich weiß, was ihr braucht? Das ist doch die, wie viel Spaß wir haben werden. Also, das ist doch die perfekte Antwort einer arroganten Person. Zu meinen, zu wissen, was jemand anders braucht. Warum bekommen wir dafür Anspannung? Aber da ich diese Antwort für passend finde, werden wir das tun. Und offensichtlich geht es darum, dass wir gemeinsam tief in den Krug schauen. Also gucken wir mal. Die Muse von ihm schläft. Das ist offensichtlich nicht gut. Wir konnten sie auch nicht wecken und wir werden überwältigt. Dann werden wir jetzt, nun haben wir gerade eingehoben, dann werden wir damit jetzt weitermachen. So wichtig wäre, dass wir hier mal auch irgendwo in die Kämpfe gehen. Das können wir aber nicht alleine. Dafür brauchen wir wieder auch die Unterstützung. Es geht um familiäre Erinnerungen. Endlich tritt mal Gaston hier in Erscheinung. Ich erinnere mich an den Tag, Antoinette. Ja, meine Gefährte, meine Affäre, unsere Königin, unsere Affäre, unsere Seelengefährtin. Wahrscheinlich die mitwichtigste Person im Leben von Gaston. Brachte Gaston zur Welt, meinen gütigen Sohn. Erinnerungen wie diese spenden mir Trost, ganz gleich, was auch geschieht. Ich weiß, dass meine Familie für euch da ist und das Haus Delacote stark ist. Der Blick geht weit, raunig sanft. Naja, er ist schüchtern, vielleicht bekommen wir deshalb nicht so viel von ihm mit. Wir werden diese Erinnerung in Ehren halten. Er verdient ein Geschenk für seine Treue. Nein, wir werden das in Ehren halten, diese Erinnerung. So, er marschiert hier weiter. Ja, und solange er sich aber nicht dem Kampf zuwendet, können wir hier auch nicht für ihn kämpfen. So, die Muse scheint erwacht zu sein. Hier drüben, mein König, ruft Cobby und winkt mich mit breiten Grinsen herüber. Ich habe viele Tage und Nächte und viele Schlucke Würzwein daran gearbeitet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Er überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Ein kunstvoller Insigniensatz von ausgezeichneter Qualität. Er besteht aus einem Silberzepter, das mit kleinen Amethyststücken verziert wurde, einem Barchon-Umhang, der mit Garn aus Silber bestickt wurde, und einer Silberkugel mit Kreuz. Eine Silberkugel mit Kreuz und das von einem muslimischen Handwerker. Aber nun gut, die Kunst geht nach Brot. Ein Auftragshandwerker, wie er ist, der stellt das her, was gefordert ist, und dann muss es eben auch ein christlicher Insigniensatz sein. Oh, der erhöht die Fruchtbarkeit, die Frömmigkeit, und nur leider sehr geringfügig das Prestige. Da hätte sich unser Gaston sicherlich mehr gewünscht. Dennoch, das ist bezaubernd. Da hat er doch gute Arbeit geleistet. Und dann werden wir den natürlich auch direkt tragen, unseren Insigniensatz. Sehr schön. So, was macht die Belagerung? Knapp einen Monat noch oder ziemlich genau einen Monat. So, 24 Gold, das ist auch nicht schlecht. Hier hat er einen Krieg gewonnen. Auch sehr interessant, der Kaiser. Sehr schön.
Das heißt sehr schön, aber ein seiner vielen Kriege hat er jetzt mal beenden können. So, was haben wir hier? Stufe 3. Auch Stufe 3. Kommen wir da überall hin ohne Zermürbung? Hier kommen wir hin ohne Zermürbung. Dann marschieren wir dorthin. Von dem Krieg hier unserer Nachbarin haben wir noch nichts gehört. 46%. Also, da geht's noch voran. Und Gaston ist krank geworden. Jetzt ist wieder die Frage. Ich meine, unser Hofarzt, der mit der schlechten Handschrift, oder sagen wir mal, die typische Handschrift eines Arztes, in den haben wir großes Vertrauen, denke ich. Er ist durchaus angesehener Arzt, hat uns bisher nie enttäuscht und unpässlich scheint er zu sein, unser Gaston. Jetzt die Frage, handelt er sprunghaft und ich denke, sprunghaft in dieser Situation lässt alle Möglichkeiten zu. Von daher werden wir einmal eine Drittelwahrscheinlichkeit geben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und werden mal schauen, wie sich unser Gaston sprunghaft entscheidet. Und ich würfle eine 4, 1, 2, 3, 4, für Vorsicht ist es zu spät. Er entscheidet sich sprunghaft für eine riskante Behandlung. Oh oh. Es gibt eine katastrophale Fehlbehandlung. Gie bestand darauf, dass das einzige Heilmittel für meinen Zustand ein nackter Lauf zur Mitternachtsstunde wäre. Beim nächsten Vollmond zwang er mich, sämtliche Gewandung abzulegen und durch die Wildnis zu spurten. Haltet erst an, wenn die Beine unter euch wegsacken, rief er mir noch nach. Treibt das Übel mit eurem Schweiß aus. Ich dachte, es wäre unmöglich, dass ich mich noch schlechter fühlen könnte, aber Guy hatte mir wahrlich das Gegenteil bewiesen. Es wird nicht wieder passieren. Verpatzte Krankheitsbehandlung, eieiei. Ja, wir könnten ihm jetzt vergeben, ihn jetzt Ketten zu legen. Das finde ich ein bisschen übertriebene Handlung. Aber könnte natürlich mit der Sprunghaftigkeit durchaus auch der Fall sein. Oh, könnten wir so... Aber es ist nur sprunghaft. Ne? Sprunghaft ist jetzt nicht irgendwie zornig oder aufbrausend oder so etwas. Nee, ich denke, wir werden ihn schelten und dann hoffen, dass es uns recht bald wieder besser geht. Derweil gibt es ein Ereignis noch bei Hofe. Simon de Blanchegard. Künstlerisches Talent. Mhm. Mein Höfling, Gott, wie unser König da jetzt sitzt, krank, ohne Gewandung, in seinem Holzbein und unser... Was ist denn das hier noch? Achso, das ist sein Speer, das hält er so komisch. Er ist jetzt unser Ritter geworden, der unsere Insignien hergestellt hat. Da müsste er aber vielleicht mal getauft werden, schauen wir mal. Aber erstmal geht es um Simon. Er sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgehend von verschütteter Farbe und Leinwandresten. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass er ein künstlerisches Genie ist, doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben der Böden, die als Folge seiner Inspiration voller Farbe sind. Nein, wir müssen das fördern, natürlich. Warum nicht? Dann werden wir mal schauen nach unserem Ritter. Ist er denn so stark, dass er jetzt hier gleich Ritter geworden ist? Naja, 9. Ist er denn bereit, sich taufen zu lassen? Ja, das werden wir bei ihm mal anfragen. Dann kann er ja gerne bei uns am Hofe bleiben. Und er konvertiert, beziehungsweise lässt sich taufen. Sehr, sehr schön. Dann ist das doch in Ordnung. Ja, wir können auch wieder Hof halten, aber ich denke, das wird Gaston vielleicht nicht tun, solange er sich so schlecht fühlt. Dafür muss er vielleicht erstmal ein wenig genesen. So, jetzt wo wir zu zweit belagern, geht es deutlich schneller voran. Auf der anderen Seite wäre auch ein gemeinsamer... Aha, so schnell kann es gehen. Sehr gut. Ich bin froh, wieder wohlauf zu sein. Ein gemeinsamer Marsch gen Norden, um hier mal eine Schlacht zu führen, wäre auch gut. Ingelrad ist derweil nicht beeinflusst. Ja, und ob das noch was wird? Ich meine, ihre Gesundheit ist in Ordnung, aber ihr Krieg
will einfach nicht zu Ende gehen. Schwierig, schwierig. Nun gut, wir werden sehen, ob unser Gaston, der mittlerweile, naja, Saufdurst hat er, Trunkenbold ist er, aber immerhin seine eiserne Konstitution hat er, ob er sich noch lange ans Leben klammert, wobei das vielleicht etwas übertrieben formuliert ist, so ein alter Greis ist er natürlich auch noch nicht, aber er hat durchaus noch Pläne und es wird interessant zu sehen sein, ob er die denn noch durchführen und erreichen kann. Das werden wir dann aber in der nächsten Staffel erfahren. Am kommenden Sonntag geht es dann wie gewohnt weiter um 13 Uhr. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.